Hallo und herzlich willkommen zu Legends of Aria. Ich habe mir jetzt gerade einen Charakter erstellt. Das Problem bei der Sache war, und deswegen seid ihr erst jetzt dabei. Ich konnte den Sound vorher nicht ändern und die Musik war derartig laut, dass ich erst jetzt zugeschaltet habe. Also, ich habe mir einen Archer erstellt. Und ich habe noch keinerlei Ahnung, wie dieses Spiel funktioniert. Ich gehe mal davon aus, dass ich das alles schon irgendwie trage. Ich erinnere mich noch daran, dass C der Charakter war. Und da konnte man hier in die Skills und so weiter reinschauen. Okay. So, und ich würde sagen, wir laufen einfach mal los. Also wir gucken mal einfach. Wir laufen mal Richtung Stadt. Gespielt wird nicht mit WASD, oder? Nee, sondern mit der Maus. Rechte Maustaste ist Rennen und linke Maustaste ist Interagieren. Also ich kann nicht langsamer laufen, sozusagen. Jo, okay. Got it. Jo, ich will jetzt nicht lesen, ich will arbeiten. Also... Dieses Ding ist hier ein, es nennt sich MMO. Es sind also definitiv auch andere Spieler drin. Und man muss erst näher ran. Die Schrift ist sehr klein geschrieben, ey. Ja, ich hätte jetzt gerne mal ein paar Gegner gehabt irgendwie. Ah ja. Professions Window from the menu in the bottom right. Train Profession. Okay, nee, ich will es nicht. Bottom right. Achievements. Aha, okay. Okay. Das war's jetzt, oder was? Ah ja. Das war aber nicht das Professions Window. Ach, das ist doch hier. Da haben wir es doch. Ah, jetzt ja. Das sieht doch schon besser aus. Jetzt kann ich mir einen Beruf aussuchen. Und jetzt muss ich gerade nochmal überlegen, was hatte ich mir denn als Skill genommen? Was sehe ich das hier? Nee. Ich hatte nämlich irgendetwas ausgewählt. Animal Lore. Healing. Okay, Animal Lord Healing wäre gut. Da habe ich ein bisschen was. Gibt es also irgendwas mit Tieren? Fischer. Okay. Das hört sich so an, als wäre es zumindest nah dran. Speak to a stable master. Oh. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich die finde. Wahrscheinlich sind die ganzen kleinen Symbole da oben in der Karte. Gibt es noch eine große Karte? Ah ja, die ist ein bisschen arg groß. Na ja gut, wir lernen. Irgendwo wird es diesen Stable Master geben. Der ist es nicht.
wahrscheinlich irgendwo, wo Ställe sind. Okay, man kann nicht drüber klettern. Die Musik nervt auf Dauer, glaube ich. General Store, das bringt mir nichts. Gatekeeper, Blacksmith, Banker. Gäbe es irgendwo die Möglichkeit? Okay, was ist das? Learn Taming, Gatekeeper. Okay, das könnte es sein hier. Ich muss also da... Also ja, Cutten ist jetzt nicht so richtig doll. Und es ist besser, man bleibt auf der Straße. Gibt's was? Ach, gibt's irgendwas wie einen Ausdauerbalken oder? Es ist nicht, ne? Es ist der Miner. Es sieht ja ganz nett aus hier, aber ehrlich gesagt... bin ich hier nicht so ganz klar. Die Steuerung ist grottig. Also das mit der ganzen Zeit die Maustaste halten, finde ich ein bisschen grottig. Apprentice Fighter? Nee, den wollte ich nicht. Er muss aber hier irgendwo sein. Irgendwo hier. Da. Ich nähere mich. Da ist der Stable Master. So. Speak to the table. Still, was habe ich doch gerade gemacht? Interact. In your backpack or. No. The character window. Okay. Was soll ich jetzt doppelt tappen? Sorry. In your backpack or tracking? Da ist es. Also in der Backpack ist aber auch echt wahnsinnig geil aufgeräumt. Tame a chicken. Okay, ich fange ganz klein an. Tame a chicken. So. Hat das jetzt schon funktioniert? Muss ich näher ran?
Ist das jetzt mein Chicken? Ich habe jetzt einen Huhn. Okay. Ja, ich habe jetzt einen Huhn. Ich weiß jetzt nicht, ob das so sinnvoll war, mit Tieren anzufangen. So, nochmal mit dem reden. Das könnte man auch auf einmal lösen, ne? Say all follow me in chat. Skillbook. Okay, Skillbook. Abilities, Skills. All follow me. Okay, ich mache das so. Ach, all stay, nicht say. All guard me. Meine Güte. Jetzt bewacht mich ein Huhn. All kill. Oh Gott. Jetzt stirbt das Huhn und wird zum Brathuhn. Ach, jetzt greift es ein anderes Huhn an. Wie cool. Ist jetzt mein Huhn explodiert? So, ich habe Taming gelernt. Ich muss gerade noch über das Huhn lachen. So ein Pferd wäre schon cool, ne? Ach, das gibt's bloß gegen Geld. So, jetzt hat er für mich irgendwelche neuen Sachen markiert auf der Karte. Der Gatekeeper wäre da. Und sonst nichts, ne? Oder? Jo gut, da gehen wir mal raus. Jetzt ist bloß die Frage, wäre es nicht besser, also wenn ich einen Bogen hätte? Ich brauche jetzt mal irgendwelche Gegner. Was ist das? Gehen wir gleich mal hin. Gucken wir uns an. Kann man nichts machen. Gut. Of the Guardian Order. Okay. Jetzt habe ich irgendwas geharvestet. Auch schön. Kann man da hochlaufen? Ja. Okay, dann hört es irgendwann auf. Also sehr begrenzt das Ganze hier. Ich brauche jetzt mal hier einen Gegner. Na, hier gibt es was zum Harvesten, so wie es aussieht. Nee, nicht. Oh, eine große Ratte, die würde ich ja ganz gerne tamen. Moment, jetzt habe ich meinen Tame-Stock nicht mehr. Wo ist denn der? Hier. Kriege ich die getamed? Ja, sie gehört mir. Ich habe eine Ratte. Sehr cool. Ja, ist ja schon besser als so eine Chicken. Sag ich jetzt mal, ne? Was war das? Okay.
Attacke. Nee. Du Depp. Hör auf. Das soll das Ziel sein. Genau. Schießt auf die Ratte, der Blödmann. Hat jetzt was abgekriegt? Nee, oder? Das ist aber echt umständlich. Aber schön im Sarg dargestellt, ne? So, All Guard Me hieß das. All Guard Me. Guard in Kuba. So ist fein. So, da haben wir das nächste. Nee, doppelklicken hilft nicht. Also der Rucksack ist extremst unübersichtlich. Ich hoffe, da gibt es irgendwann mal irgendeinen, dass es besser wird hier. Das ist ja furchtbar. Ich hätte jetzt mal auch gerne ordentliche Gegner hier. Und nicht irgendwelches. So. Ein Goblin oder so. Ah, hier eine Giant Red. Jo. Ja, greif mit an. Oh, ich sterbe gleich, oder wie? Ach ne, jetzt mal bloß Treffer, die ich abkriege. Irgendwas anderes dabei. Sieht aus wie Geld. Was auch immer. Also der Rucksack ist sehr unübersichtlich, muss ich jetzt mal sagen. Ja, gut, man kann ihn immerhin größer machen, aber es macht es nicht übersichtlicher. Man kann auch mal das übereinander machen, was wir irgendwie... sich jetzt gestackt. Das ist ja auch schon mal was wert. Ist meine Ratte? Nee, die ist nicht tot. Also so richtig überzeugt mich das Game jetzt gerade nicht, ne? Muss ich jetzt mal so sagen. Also da könnte man mehr erwarten. Also allein schon. Also vielleicht habe ich den Knopf bloß nicht gefunden. Na, vielleicht ist das hier. Aber, wir gehen mal in Richtung dieser Markierung, in der Hoffnung, dass ich hier irgendwo durchkomme. Chicken. Chicken will ich jetzt nicht haben. Was ist das denn für eine Type? Ein bisschen, na? Wieso sprichst du nicht mit dem? Okay. Dann eben nicht. War jetzt auch noch nicht die Markierung, die ist da hinten irgendwo. And you have discovered Gatekeeper. Was ist denn Gatekeeper? Ein Ort oder was? Interact. Ah, da kann man irgendwo hinreisen auf zu den anderen Ortschaften. Also es, man konnte am Anfang 4 verschiedene Orte mehr oder minder auswählen. Ist das meine Truhe? Habe ich eine eigene Truhe? Ne, sieht nicht so aus. Oh, doch. Hier ist was drin. Oh, guck mal hier.
Haufen Zeug. Was ist das? Kann ich das jetzt einfach mitnehmen? Bin ich dann Dieb? Werde ich dann verhaftet? Ich mach's mal besser nicht. Wer weiß, wem das gehört. Ist das der Cheat-Modus oder so? Ich habe aber gar keinen Cheat-Modus eingeschaltet. Locked down. Ah, okay. Das ist gelockt. Ah, das ist ein Verkaufsstand. Okay, egal was ich da anklicke, es kostet Geld. Jetzt wird es natürlich eher langweilig. Weil ich glaube, ich habe noch kein Geld. Oder? Ich vermute, es sind diese Beutel hier. Aber das ist nicht viel. 25 und 100. Kann ich die nicht irgendwie zusammen machen? Anscheinend nicht. So. Dann gehen wir mal weiter. Ach so. Das war der Gatekeeper. Das war das. Also das ist extremst bescheuert, diese Steuerung, muss ich jetzt mal so sagen. Chicken brauche ich nicht. Außer es gibt irgendeine Quest wie Kill 100 Chicken. Ich sammle mal ein, was geht. Solange der irgendwie nicht sagt, das wäre zu schwer oder so. Sammeln wir mal ein, was geht. So. Jetzt würde ich mal mit dem gerne interacten. Geht aber nicht. Hired. Okay, der gehört irgendjemand anderem raus. So, ganz allgemein hier, der ist auch hired. Gehört mir wahrscheinlich auch nicht. Also ich kann mit ihm nicht interacten. Schade eigentlich. Dann gehen wir mal weiter. Gucken wir mal, was wir sonst noch haben. Ist ja blöd, wenn man mit denen allen nicht interacten kann. Also so richtig begeistert mich das noch nicht hier. So ganz ehrlich. Also die... Oh, Wolf. Wir sollten auch angreifen. Plus Fleisch. Ja, ist ja Wahnsinn. Aber ich habe meinen ersten Wolf getötet. Wölfe sind immer gut. So, weiter geht's. Wir gehen noch ein Stück. Jetzt kommt Musik. Sieht auch so aus, als könnte man es rasten. Ja. Dann harveste mal. Cotton! Ginseng. Das ist normalerweise ein Baum, ne? Also keine Pflanze. Oh! Ein Pferd! Moment, wo ist denn der Stock? Wird das reichen? Klappt das? Failed today? Failed? Aber es gibt Skill dazu, ah, das ist ja gut, dann mache ich.
Pferd wäre ja schon sehr cool, ne? Ich weiß zwar nicht, ob man reiten kann, aber ich vermute, wenn es Pferde gibt. So, jetzt sollte ich mal lesen, was da drunter steht. Nix. Gain skill. You have almost no chance. Okay. Na gut. Aber jetzt habe ich es immerhin ein paar Mal gemacht. So. Dann sammeln wir weiter Pilze. Ist ja sehr gemütlich irgendwie gerade noch. Aber ich stehe wahrscheinlich noch unter irgendeinem Schutz von wegen Noob Player. Ja, ab und zu muss man auch was für Trinkpunkte. So, jetzt wollte ich das mal ausprobieren. Looting. Man muss aber trotzdem für jedes Ding klicken, da kann ich es auch drüber ziehen. Also Leute, das geht auch besser. Was sind das denn? Goblins! Geil, endlich Goblins! Jawoll! Jetzt geht's ab. Fuck, oder auch nicht, ne? Was ist das? Fuck, ist das, ne? Oh, ich werde sterben, Ich bin gestorben. You've died. Release your spirit to the nearest redirection. Ah ja. Oh gut, da bin ich wieder. Backpack war B. Ach so, ich kann noch nicht. Ich bin noch ein Geist. Okay. Na gut. Ja, ich bin gestorben. Ist egal. Also, ob ich jetzt gestorben wäre oder nicht. Überzeugt mich das Spiel? Ganz ehrlich. Die Steuerung ist ziemlich mistig. Also wirklich ziemlich mistig. Also meine isometrische Ansicht hin oder her. Aber da kann man trotzdem... Also da geht heutzutage echt mehr. Schade eigentlich. Also ansonsten sieht ganz nett aus. Die Musik ist auch ganz angenehm. Also ja, mal abgesehen davon... dass ich mir gewünscht hätte, dass bestimmte Dinge... Was ist das denn? Keine Ahnung. Achso, da kann ich mir einen Guide zoomen. Ja, ich weiß jetzt noch nicht mal genau, wo ich gestorben bin. Das lässt sich auch irgendwie nicht richtig wirklich nachvollziehen. Ich vermute hier vorne. Und hier ist mein Korps. Ah, okay. Ich bin also weiter nach vorne gerutscht. Also ich muss in diese Richtung. Also ja, was soll ich sagen? Ah ja, jetzt sehe ich auch den Totenschädel hier ganz unten. Die Minimap ist... Ticken zu klein. Ich vermute, man kann sie größer... Nee, man kann bloß näher ranzoomen. Man kann sie eben nicht größer machen. Die Map ist also sinnlos, finde ich. Man kann nicht rein, nicht rauszoomen, gar nichts. Doch, rauszoomen kann man. Reinzoomen auch. Also, ja, sorry. Also, tut mir leid. Tut mir wirklich leid, da geht heutzutage echt mehr. Wir gehen mal zurück zu meinem Körper. Wir gucken uns mal die Wiederbelebung an. Ob wir da großartige Verluste haben oder nicht. Also da geht echt mehr heutzutage, muss ich sagen. Und das ist eigentlich immer wieder schade, wenn Potenzial, also wenn Programmierer arbeiten müssen, und dann ein Spiel bauen, das ja, das vielleicht Potenzial hätte, storymäßig oder so, kann ich noch nicht mal wirklich beurteilen. Ist das mein Körper?
Was ist das? Harvest? Nee, ich bin noch nicht bei meinem Körper. Resurrect, jetzt bin ich bei meinem Körper. Und dann stehe ich direkt neben den Goblins, das ist ja auch eine geile Idee. Und sterbe gleich wieder. Ja, also die Goblins warten. Und man stirbt dann gleich nochmal, weil man kaum Lebenspunkte hat. Okay, also ja, aber immerhin, man kann resurrecten, das ist schon mal was wert. Nee, tut mir leid, es überzeugt mich wirklich nicht. Ist meines Erachtens das Geld nicht wert. Macht keinen Sinn, es zu installieren. Kostet Festplattenplatz. Wem so ein Spiel gefällt, der darf es gerne spielen. Habt Spaß dran. Nicht meins. Tut mir leid. Nun ja, das war's. Angespielt kann ich immer positiv sein. Manchmal kommen auch Spiele raus, die einfach nichts taugen. In dem Fall ist es so. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao.